Sie ist Pilotin, Psychoanalytikerin und vor allem eine ausgezeichnete Künstlerin. Seit August 2017 präsentiert die Pax Galerie im Schloss Hubertendorf die hochbegabte Künstlerin Pari Ravan. Galerist Heinz Pleiner wurde von den berühmten Katzenskulpturen von Pari Ravan beeindruckt und hat die Künstlerin eingeladen, die Kunstwerke in der Pax Galerie zu zeigen. Es ist mir eine Freude, die Künstlerin Pari Ravan mit ihren Skulpturen in der Pax-Galerie vertreten zu können. Sie macht Skulpturen und malt Bilder. Ihr Malstil wird als romantischer Surrealismus bezeichnet, mit einer besonderen Atmosphäre und psychologischem Inhalt. Und das nicht umsonst, denn Pari Ravan war 11 Jahre als Berufspilotin tätig. Die besondere Atmosphäre der Malerei von Pari Ravan wurde von Himmel und Wolken beeinflusst. Meine Tätigkeit als Pilot hat schwer beeinflusst meine Malerei. In der Malerei sehen Sie viele Bilder mit Wolken. Ich habe im Kunstmuseum Solingen ausgestellt, 48 Bilder. Und Dr. Jessewitsch, der Direktor des Kunstmuseums, sagte in der Rede, 48 Bilder mit 48 verschiedenen Himmeln. Und das ist wahr. Ich lebe im Himmel, ich lebe mit Himmel. Und als Pilot, wenn Sie da oben sind und haben Sie Autopilot drin, da gucken Sie mal nur den Himmel und hören Sie hin und wieder auf den Funk. Das ist alles. Das heißt, Himmel, kein Mensch kann Himmel so gut begreifen wie ein Pilot, weil wir auch Mythologie studieren. Wir müssen Mythologie 3 Jahre studieren. Und bei jedem Flug müssen Sie einen Flugplan machen mit Mythologie. Ihre Skulpturen fertigt Pari Ravan in genauer Ausarbeitung in ihrem Atelier. Ihre Leidenschaft zur Kunst spürt man durch die aussagekräftigen Skulpturen, die sie in mehreren Schritten anfertigt. Ich habe seit meiner Kindheit immer Katzen und Hunde und andere Tiere zu Hause gehabt. Und ich mache Frauen mit Katzenköpfen, weil die Charakterstruktur von Katzen und Frauen sind sehr ähnlich. Beide sind Lebewesen, die sehr selbstständig und auch sehr leicht und liebevoll, sehr gute Mutter sind, aber gleichzeitig auch können sehr gut aggressiv und auch kratzbürstig sein. Also die Ähnlichkeit der Charakterstruktur zwischen Frauen und Katzen sind sehr, sehr nah beieinander. Und deswegen die Katzenfrauen. Also Katzenladies. Schon als Kind entdeckte die gebürtige Iranerin ihr künstlerisches Talent. Die künstlerische Begabung von Pari Ravan wurde schon in den jungen Jahren mit dem Königlichen Kunstpreis von der iranischen Königin Farah Pahlavi ausgezeichnet. In 15 Jahren habe ich eine Ausstellung gehabt in Persien. Unsere ehemalige Königin in Persien war im Abadan und hat diesen Preis erteilt. Und ich bekam den ersten Kunstpreis von ihr und dafür habe ich auch ein Bild noch. Das war aber 1958. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Nizza in Frankreich. Ihre Arbeiten befinden sich in verschiedenen internationalen Museen in Deutschland, Österreich, USA und ab jetzt können Sie Skulpturen und Malerei von Pari Ravan in der Pax Galerie bewundern und vielleicht finden auch Sie eine Katze von Pari Ravan, die zu Ihnen nach Hause umzieht und Ihnen eine besondere Magie in Ihr Zuhause bringen wird.